Ja, liebe Conny. Lieber Thorsten. Wir wollen heute über eines deiner Lieblingsthemen oder Herzensthemen sprechen. Ich hatte gleich verschiedene im Kopf. Aha. Sag mir doch mal, welches deine Herzensthemen sind oder eines deiner, über die du gerne heute sprechen willst. Also ich hatte mir das ja überlegt. Lebensfreude und Lebensleidenschaft. Also Herzensthema ist es deshalb, weil auch mein Herz in der Freude zum Klingen kommt, also ich als Person. Ich habe gerne eine gewisse Art von Atmosphäre, in der eben Lebendigkeit da ist, es nicht langweilig ist, in der Dinge sich entwickeln, und das ist immer eine freudige Untergrund. Und dann habe ich mich natürlich mit dem Thema Freude auch beschäftigt. Das ist ja ich bin mich mein Leben lang fachlich auch mit Emotionen beschäftigt. Und Freude ist eben die Schwester der Zuversicht, die Schwester des Humors, die Schwester der Kreativität und hat viel mit Selbstwertgefühl zu tun. Und das sind alles Dinge, die ich gern durch meine Arbeit, durch mein Wissen, durch die Art, wie ich es mache, unterstützen möchte. Weil mich schon, ich vertraue darauf, dass wir sprechen ja auch im Systemischen von Selbstorganisation und Eigenkreativität von Menschen. Und ich habe es auch schriftlich, ich kann es auch belegen. Ohne Zuversicht, ohne Freude haut da nichts hin. Ja, und das in der mir eigenen Sprache versuche ich das dann halt auch zu vermitteln. Und ich habe es vorher schon erzählt bei dem Interview, in schwierigen Zeiten des Lebens bin ich halt auch auf mich selbst zurückgeworfen worden in Umbrüchen des Lebens und habe gemerkt, wie wichtig es ist, dass man ein Grundvertrauen ins Leben hat und dass es auch in schweren Zeiten trotzdem möglich ist, sich zu freuen. Deswegen, Lebensfreude ist für mich ein Elixier als Person, auch im Beruf. Ich freue mich auch an den Themen. Bin durchaus auch leidenschaftlich von dem, mit Leidenschaft und Engagement habe ich mein Leben lang versucht, die Dinge zu verstehen, und wenn ich es verstanden habe, bin ich begeistert und möchte es gern anderen auch nahebringen. So kenne ich dich. Und zur Freude gehört natürlich auch ein bisschen Humor und ein bisschen Selbstdistanz. Ich kann auch über mich selbst lachen. Was aber nicht heißt, dass ich nicht auch ernsthaft die Dinge mir angucke. Ja, also ich liebe eine gewisse Art von Leichtigkeit. Die Lebensfreude ist sehr nah an der Kreativität. Ich habe auch eine große Freude, wenn Dinge sich entwickeln und wenn Themen sich weiterentwickeln. Wenn Inspirationen hin und her gehen, wenn in der Gruppe sich so ein Feuerwerk an unterschiedlichen Assoziationen und neue Ideen entstehen zu grundlegenden Themen, da freue ich mich dran. Und das zettel ich auch gerne an. Du bist hier seit vielen Jahren Lehrtrainerin. 21 Jahre, wir kennen uns auch schon lange. Du bist selbst Beraterin, du bist im Coaching aktiv. Wie würdest du sagen, zeigt sich das in deiner Arbeit? Wie arbeitest du daran mit den Kollegen, mit den Partnern? Also wie ich arbeite, ist eben die Art und Weise, was ich unterschwellig unterstütze, also wie ich meine Drehbücher inszeniere. Ich unterstütze Wertschätzung, ich unterstütze, dass Leute ein Gefühl bekommen, was sie können. Ich arbeite sehr stark ressourcenorientiert und aufklärend, weil immer wenn Menschen klar ist, worum es geht, merken Sie, dass Sie da, wenn man Orientierung hat, geht es einem auch leichter, wieder an sich selbst zu glauben. Selbstwirksamkeit, also bestimmte, dass man selbst was machen kann, unterstütze ich natürlich. Und im Grunde ist es so, ich glaube, diese Art von Arbeit führt dazu, dass wenn mein Mann mich abholt, egal aus in welchem Seminar, ob ich das hier mache oder ob ich das bei einer Firma mache, oder ob ich das sogar im Sozialbereich, ist völlig egal, die Leute kommen energetisch aus der Runde. Ja, wo du auch immer ja wieder auf deine eigenen Ressourcen auch achten musst. Und das stimmt. Aber so, ich lade mich da auch natürlich auch auf. Ne? Ich kann es aber nicht anders. Ich glaube, das hat einfach irgendwas mit, ich habe schon mal drüber nachgedacht, das ist Flow. Mhm. Da gebe ich mich auch an die Situation hin und bin da auch glücklich dann. Was ist denn heute dein Bild von Organisation und vor allem von Zusammenspiel von Mensch
und Organisationen, Menschen in Organisationen? Also mein Eindruck ist, dass der Mensch immer eine große Rolle spielt, ob er jetzt gesehen wird oder nicht. Ich nehme natürlich auch wahr, eine starke Arbeitsverdichtung, wo wenig Raum ist, auch für Begegnungen und Pausen, in denen man sich dann auch so als Mensch begegnet. Ich sehe so in großen Konzernen eher eine größere Gefahr, dass man als Mensch auf der Strecke bleibt. Und zwar nicht nur als Mensch, dass da eine starke Verdichtung da ist, das ist überall, sondern auch, dass man unterfordert ist, dass man zu sehr auf Spezialisierung, auf kleine Rollensegmente und diese Fähigkeit, was wir hier ja am Institut haben, wo die Leute improvisieren und sich in vielen Feldern erleben, wird, ich finde es eine Unterforderung. Wenn du von heute aus in die Zukunft denkst, 10 Jahre, wo steht da unsere Profession von Beratung und Coaching? Was verändert sich, was bleibt? Welchen Beitrag liefern wir? Nach vorne gedacht? Ich bin ja ein Freund von Klassik. Also ich denke, das wird sich im Wesentlichen nicht ändern. Dass wir Menschen unterstützen, sich selbst zu steuern in den Kontexten, die dann relevant sind. Und wenn sich die Welt, die Menschen werden gleich bleiben, die Rahmenbedingungen werden sich in irgendwelchen Varianten ändern, aber es wird immer darum gehen, Geld zu verdienen, es wird immer darum gehen, Wert zu schöpfen. Es wird Dienstleistungen geben und es wird Verwirrung geben und so weiter. Und ich glaube, dass wir mit unseren Instrumenten Menschen in ihrer Selbststeuerung zu unterstützen und immer wieder neue Perspektiven aufzumachen und sich zu vernetzen und sich zu potenzieren und miteinander vertrauensvoll und nicht misstrauisch umzugehen, mit Lebensfreude, sich gegenseitig auch was zu gönnen. Wenn wir sowas unterstützen, was soll dann anders sein als heute im Kern? Ich bin da sehr zuversichtlich. Und es wird auch wirklich Lebensfreude geben. Ja, das wollen wir doch mal schwer hoffen. Gehe ich davon aus. Ja, jetzt danke ich dir für dieses Gespräch. Ich danke dir auch, lieber Thorsten. Es war mir eine Freude. Ja, auch.